Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine lieben Brüder und Schwestern, was ist es um das Priestertum? Was ist es um die Weihe des Priesters, um den geweihten Priester? Sehen Sie, durch die Taufe sind wir hineingenommen in Christus. Und durch alle Sakramente wird dies vertieft, erneuert, verstärkt. Zunächst durch das heilige Sakrament der Firmung. In Christus haben wir große Macht. Wir begegnen ihm, wie Maria ihm begegnet, in ihrer reinsten Hingabe. Und durch die Begegnung, durch die bräutliche Begegnung mit ihm, wachsen wir zusammen, sodass aus Zweien ein Fleisch wird. Er und du werden eins, er das Haupt und wir die Glieder. Aber ich werde heute Nachmittag noch darauf zu sprechen kommen, worin die Geheimnishaftigkeit dieses Leibes besteht. Die Mystizität, dass jedes Glied in sich alle enthält und in jedem Glied alle Glieder auf eine geheimnisvolle und besondere Weise ihren Ausdruck finden. In Gänze, die Gesamtheit wird in jedem Einzelnen auf eine besondere Weise ausgeprägt. Und jeder Einzelne, jedes einzelne Glied am geheimnisvollen Leibe des Herrn ist im Gegensatz zu den Gliedern des natürlichen Leibes frei. Frei in seiner täglichen Entscheidung, all seine Arbeiten und Leiden, all seine Erlebnisse und Erfahrungen mit dem Haupte zu vereinen, sodass Ströme lebendigen Wassers von ihm ausgehen. Und in jedem einzelnen Glied am Leibe des Herrn wohnt das Haupt Christus in euch, sagt der heilige Paulus, die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Wenn wir nun so mit Christus verbunden sind und so teilnehmen an seinem Priestertum, er das Haupt und wir die Glieder, ich wiederhole, was bedarf es dann noch des besonderen Priestertums? Sind wir nicht alle im allgemeinen Priestertum des Herrn drinnen? Sind wir nicht alle unter seinem Worte, von seinem Worte belebt? Versammeln wir uns nicht alle um seinen Tisch? Was bedarf es dann noch eines besonderen Priesters, es sei denn, es ist einer abgeordnet, um diese Tischgemeinschaft unter dem Befehl, tu dies zu meinem Gedächtnis, zu ordnen, zu koordinieren, um die Gemeinde zu lenken. Ein Leiter der Gemeinde, aber kein Priester. Stimmt dies? So allgemein wird es ja heute im Reich, im Progressismus, modernistischen Reiche der verkehrten Begriffe dargestellt. Wir aber freuen uns in Erlösungsfreude und im katholischen Glaubensbewusstsein. Wir freuen uns des besonderen Priestertums. Wir freuen uns darüber, worüber, dass das Haupt als solches, dass der Bräutigam als solcher, der Urheber der Erlösung, von dem die Vereinigung ausgeht, in den wir getauft werden, dass er selber sich
sichtbar erscheint und dass es Menschen gibt, herausgerufen vom Vater aus seinem freien Erwählungswillen heraus, die durch ein heiliges Sakrament und durch die Aufprägung des unauslöschlichen Siegels unwiderruflich befähigt werden, zu tun, was Christus tut, zu sagen, was Christus sagt, als Christus zu wirken. Und es ist übrigens genauso richtig zu sagen, es wird jemand zum Priester geweiht, wie zu sagen, es wird jemand zum Christus geweiht. Der zum Priester geweihte wird in der Person des Christus als Christus. Er ist also geweiht zum Christus, denn es gibt im Grunde nur einen Priester, das ist er. Und viele Geweihte, viele, die in seiner Person wirken, ein Christus, viele Hostien, ein Lamm, viele Messen, ein Opfer, in dem sich dieses eine Opfer ereignet. Sehen Sie, wenn wir nur Glieder wären am Geheimnis von dem Leibe des Herrn und das Haupt selber nicht wahrnehmen könnten, dann würde uns Christus nur begegnen in der Gestalt des schwachen, armseligen Bruders, staubbedeckt vom Alltag. Wir wären seiner nur ansichtig im Armen. Arm ist jeder von uns. Jeder von uns leidet. Jeder von uns hat seine verborgene Not. Und jeder ist darum auch sich selber, der ihm begegnende Christus, der von ihm geliebt sein will. Und jeder soll sich selber lieben, weil er Christus liebt. Aber wir wollen ihn auch in der anderen Gestalt sehen. Nicht nur in der Gestalt, die er annimmt, denn er nimmt unsere Daseinsweise an. Er wird ja nicht nur Mensch mit Hinblick auf die menschliche Natur, sondern er wird auch Mensch mit Hinblick auf unser Los, auf unsere Situation, auf unsere erbsündlich bedingte Lasten. Er wird uns in allem gleich, die persönliche Sünde ausgenommen, aber den Zustand der Sünde, die Gottesferne, macht er sich zu eigen, sodass der heilige Paulus sagen kann, er ist für uns zur Sünde geworden. So haben wir ihn ja alle Zeit bei uns, wie er in Bethanien sagt. Aber im Austausch dafür gibt er uns seine Gestalt, seine Herrlichkeit, seinen Sieg, seinen Glanz. Und in dieser seiner eigenen Gestalt, in seiner entrückten himmlischen Wirklichkeit, ist er nicht alle Zeit und überall zugegen, sondern nur zu entrückten Zeiten und an entrückten Orten. Dort, wo das Jenseitige waltet, wo der zukünftige himmlische Äon schon vorweggenommen wird, dort wollen wir ihn selber schon sehen, in seiner segnenden, heilenden, wandelnden, erlösenden Wirklichkeit. Und darum gibt es das Priestertum, damit es Menschen gibt, die ihr Beruf nicht, weil sie besondere Qualifikationen aufweisen würden, sondern weil er sie berufen will. Und wenn sie irgendwann besondere Qualitäten aufweisen, dann infolge der Berufung. Aber
nicht als Grund der Berufung. Der Priester wird zu dem, was er wird, weil Gott ihn ruft. Und woran merkt es der Priester, beziehungsweise der Berufene, der einst Priester werden will und soll? Woran merkt er, ich bin berufen? Dass er hinschaut zu jener heiligen Stätte, wo Christus waltet, zur Opferstätte, wo er in der Gestalt des Geweihten mit dem Fleisch, mit den Händen, mit der Zunge, mit dem Willen, mit dem Geist des Geweihten wirkt und spricht und opfert und wandelt und heiligt und segnet. Und dort mit Blick zum Altar wird auf einmal in dem Berufenen in wachsender Unwiderstehlichkeit der brennende Wille wach, da will auch ich einmal stehen. Und das lässt ihn dann nicht mehr los. Und er kann sich dann gar nichts anderes mehr denken für seine Zukunft als dies. Da stehen und opfern. So wird die Berufung wach im Berufenen und nur so. Nicht etwa, ich könnte mir das durchaus vorstellen, es würde mir vielleicht behagen, ganz gerne, denn ich will ja Menschen helfen. Und wenn es nicht den Zölibat gäbe, dann würde ich sogar sicher Priester, denn die Betreuung, die seelische Betreuung von Menschen, die ist mir ganz zugeschnitten. So mag ich's wohl, aber ich möchte halt auch heiraten. Wer so denkt, wer Fragezeichen, wer vielleicht, wer Möglichkeiten im Priestertum sieht, ist nicht beziehungsweise noch nicht berufen. Nur wer darinnen eine Unentrinnbarkeit sieht. Und ich kann Ihnen garantieren, wer wirklich berufen ist, für den ist der Gedanke an den Zölibat kein Hindernis. Niemand. Wer sagt, ja, wenn ich heiraten könnte, dann würde ich Priester, der ist mit Sicherheit nicht berufen. Diesen Maßstab können Sie getrost anlegen. Oder wer sagt, ich möchte Menschen helfen, der ist mit Sicherheit nicht zum Priester berufen. Denn Menschen helfen können sie auf jede Weise, überall und jederzeit. Aber das Opfer da bringen, als Christus, das können sie eben nur in dieser unverwechselbaren Herrlichkeit des Weihepriestertums, wozu selbstverständlich nur der Mann berufen sein kann. Denn Gott ist Mann geworden und Gott selber ist gegenüber der Welt das männliche Prinzip, der Schaffende, Wirkende. Denn die männliche Kraft heißt die Kraft, die von innen nach außen wirkt, die Aktive, Zeugende, Hervorbringende, Schaffende, planende, gestaltende Kraft. Und die Schöpfung, die hat sich selber von Gott empfangen. Sie ist in sich das Weibliche und wir alle, ob Mann oder Frau, sind in der Basis unseres Daseins weiblich. Seele, das Wort, ist in allen Sprachen weiblich. Wir alle sind dazu da, Gott als den ewigen, für uns ewig bestimmten Gemahl aufzunehmen, als Bräutigam der Seele, uns mit ihm zu vereinen.
Und diese weibliche Schöpfung, die dazu bestimmt ist, ihn zu empfangen, von ihm angerufen zu werden und auf das Angebot hin Ja zu sagen, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Der Geist und die Braut sprechen, komm, ja komm, Herr Jesus. Diese weibliche Menschheit, denn im Menschen ist ja die ganze Schöpfung zusammengefasst, findet ihre Aufgipfelung und ihre Konzentration und Fülle in Maria. Und darum ist die Frau berufen, bräutlich und mütterlich Christus zu begegnen und in seinem Auftrag, entzündet von seinem Lichte, bergend auf Erden die Söhne und Töchter heranzubilden und zu segnen und mit ratender, bergender Kraft beizustehen, den Priestern und in der Kirche selber immer erneut wieder Christus zu gebären. Die Berufung der Frau ist groß. Aber die Berufung der Frau wird ja heute genauso mit Füßen getreten, indem man die Frau vermännlichen, indem man in öder Gleichmacherei sich ergeht. Von der Frau und von der Würde und vom Wesen des Weiblichen hat man keine Ahnung. Und darum dieser dumme, törichte, primitive, pöbelhafte Protest. Frauen wollten auch Priesterinnen werden, aber das ist in sich und unmöglich, weil es der männlichen Bedeutung und der männlichen Kraft des Menschgewordenen, des Manngewordenen Gottes widerspricht. Hier ist der Priester berufen, der Mann, zum Dienste der Herrlichkeit, zur Repräsentation des himmlischen Opfers. In ihm stellt sich dar, und zwar für die ganze Welt im Papst, für die verschiedenen Bezirke der Bischof und von den Bischöfen abgeleitet, im Namen und im Auftrag des Bischofs, der Priester, des Bischofs, sage ich. Bischof ist ein inhaltlicher Begriff, kein bloß funktionaler Begriff, kein Begriff von Rang und Macht. Es muss selbstverständlich einer als Bischof wirken und insofern einer als Bischof wirkt, ist ihm der Priester zugetan, auf ihn verwiesen und von seinem Auftrage herkommt, um das priesterliche Werk in seinem Bereich zu erfüllen und die Souveränität, die Endgültigkeit, die Überzeitlichkeit, die Himmlichkeit des großen göttlichen Angebotes zu repräsentieren und zu vergegenwärtigen. Der Priester lebt, da er das Gottmenschentum repräsentiert in einer großen Spannung. Und es ist schwer, diese Spannung zu bewältigen. Der Priester muss heranreifen, damit er dieser Spannung gerecht wird. Einmal an allen Tischen sitzend wie Christus, unter den Ärmsten, unter den Sündern, unter den Verworfenen, unter den Verkannten und Ausgestoßenen, als Bruder, als Freund sich zu ergehen und zugleich das Ewige und Himmlische mit großer Autorität zu vertreten. Er ist in Gefahr, entweder zu entfliehen, sich zurückzuziehen oder aufzugehen
in allzu großer, seichter Brüderei. Beides muss er im Zeichen der ewigen Liebe bewältigen und ihn in allem darstellen. Darum ist er ja gnadenhaft in das Haupt hineingezogen worden durch die Priesterweihe. Er ist nicht mehr nur Glied, sondern im Haupte selbst. Aber wenn er durch das furchtbarste Unglück einer schweren Sünde aus dieser gnadenhaften Verbindung herausgefallen ist, bleibt er dennoch, selbst wenn er verworfen und verdammt wäre, ein Werkzeug in der Hand des erlösenden und segnenden, heilenden Gottes, der selbst die abgestorbenen Glieder noch verwendet zu seiner erleuchtenden, belebenden und erneuernden Kraft. Wenn man so den Priester sieht, als den Herausgehobenen, um herauszuheben, als den Berufenen, um zu berufen, als den Erleuchteten, um zu erleuchten, als den zuerst Eingeweihten, der aus der ersten Hand kompetent, höchst kompetent, Macht und Weisheit empfängt, um sie weiterzugeben, um die Gemeinde, die Braut, zu seiner Höhe emporzuführen und immer tiefer hineinzugestalten in Christus. Wenn man den Werdegang, den beglückenden Werdegang eines so Berufenen und schließlich Geweihten, der ein unaussprechliches Glück am Weihetage erfährt, wenn man dies alles ins Auge fasst, dann wird einem klar, welch ein sakrilegisches Verbrechen allein im Gedanken liegt, dass bewährte Männer, Studienräte, Bäckermeister, Landgerichtsdirektoren so irgendwann einmal zwischen 40 und 60 zum Sonntagspriestertum zwischendurch und außerdem noch geweiht werden könnten. Eine solche Vorstellung ist eine tödliche, himmelschreiende Beleidigung des berufenden Gottes und der Herrlichkeit des Priestertums. Von alledem, was da heute sich so tummelt, von alledem, was heute so unhimmlisch, so irdisch, so gemein, so verpöbelnd in falscher Brüderei, um dieses Wort zu wiederholen, sich ergeht. Wenn einer zum Volke gewandt die Gemeindelieder mitsingt und nur das Gemeinde und Gemeinschaft, das gemachte Gemeinschaftsgeschehen, ein Gräuel vor Gott und seinen himmlischen Heerscharen moderiert, wie kann da einer im Anblick einer solchen faden Langweiligkeit, im Zeichen einer solchen degenerierten Atmosphäre von Zeltgemeinschaft und Feuerwehrseligkeit, wie kann da einer zum Priester sich berufen fühlen? Bei einem solchen Anblick kann wahrlich niemand auf den Gedanken kommen. Da will auch ich stehen. Warum sollte ich da vorne stehen und Lieder mitsingen und ununterbrochen deutsche Texte daherreden? Eine Verständlichkeit vortäuschen, die nicht besteht, die Entrücktheit und die Feierlichkeit verleugnen? Warum sollte ich irgendein Moderator sein für eine Feierlichkeit, die weit unter dem Niveau jeglicher ernsthaften Konzert- und Theaterfeierlichkeit steht? Warum sollte ich mich dazu hergeben? Darum kann es keine Berufungen mehr geben. Der Priestermangel unserer Tage ist hausgemacht. Von den Verantwortlichen selber verschuldet.
ein unabwendbarer Priestermangel. Aber in den katholischen Bereichen, in den Bereichen, wo unser Erzbischof waltet, dort blühen die Berufungen. Dort werden die Priester nur so hervorgeholt, die von Gott bestimmt sind, können merken, dass sie berufen sind, weil sie des Himmlischen ansichtig werden. Allein von daher wird uns klar, wie katholisch, wie selbstverständlich, wie richtig, wie gottgewollt, wie unersetzbar, konkurrenzlos unser Weg hier ist, die wir uns hier versammelt haben, die wir in der Mitte der Kirche stehen und die Mitte der Kirche sind. Das ist unsere Freude. Am Priester wird es uns klar, den wir sehen, zu dem wir aufschauen. Nicht seine menschlichen Qualitäten, sondern seiner göttlichen Berufung wegen, die ihm vom Vater zuteil geworden ist. Und nun soll heute Nachmittag dieses unser Bewusstsein zu höchstem Feuer ausschlagen und zu höchster Erkenntnis sich vervollständigen. Und darum bitte ich Sie dringend, kommen Sie, seien Sie dabei, damit wir ringsum denen, die meinen drinnen zu sein, aber draußen sind, ein Zeichen geben und vielleicht beitragen, dass die von uns allen heiß ersehnte Wende um ein Stück voranschreitet, uns näher kommt, jener von uns allen tief ersehnte Tag des katholischen Triumphes und der katholischen Wiedergeburt. Amen.